Bibel TV hoffnungsvoll im Studio Pastor Thies Hacke. Hallo Uli. Am Telefon Jutta, 69 Jahre alt. Jutta, Sie haben ein Problem, was sicherlich sehr viele Menschen kennen. Es ist sehr traurig. Ihr Mann ist gestorben und nun gibt es Streitigkeiten ums Testament. Ja. Mögen Sie uns ein wenig mehr in die Einzelheiten mit hineinnehmen, weil das ist ja sehr allgemein. Manchmal gibt es Streit um Nichtigkeiten. Manchmal sind es Dinge, wo man sagt, oh, das ist aber auch sehr schwierig. Wie würden Sie das beschreiben? Ja, also es ist so, mein Mann ist dieses Jahr verstorben, im September, und war ganz plötzlich. Und wir haben 1994 ein Testament erstellt, wir beide. Da ging es uns nicht besonders gut. Und da sagte mein Mann, weißt du was, wir haben ja auch ein gewisses Alter und wir machen jetzt das Testament. Und da hatten wir uns am zweiten Weihnachtsfeiertag hingesetzt. Und das war nicht ohne Grund, dass es Weihnachten war. Wir haben drei Kinder, also zwei Söhne und eine Tochter. Und unser ältester Sohn, obwohl er getauft ist, hat uns damals sehr enttäuscht. Er hatte geheiratet und in eine Familie, die nicht viel so mit Glauben zu tun haben. Also auf alle Fälle hat er sich uns immer mehr entzogen. Und das ging über Jahre und wir waren, wie soll ich sagen, wir waren sehr verletzt, dass unser Sohn sich eben so von uns zurückgezogen hat. Und da haben wir ein Testament erstellt, wie ich schon sagte, und haben unsere beiden jüngeren Kinder als Erben nach mir eingesetzt, also normale Erben. Nach 10 Jahren hatte sich dann das Verhältnis gebessert und da wollten wir dann, mein Mann hat dann auch mit unserem Sohn zusammengearbeitet. Also jedenfalls war ich da in so einer Zwickmühle. Aber unsere Tochter sagte, Mutti, vernichte es nicht, denn du weißt nicht, wie es kommt, da wir eben, wie gesagt, ein kleines Siedlungshaus haben. Das ist deine Versicherung. Und da habe ich eben, wie gesagt, dieses Testament auf dem Notariat abgegeben. Also Sie erben quasi zunächst nach dem Tod Ihres Mannes alles und dann nach Ihrem Tode wird es auf die Kinder verteilt? Ja, ja. Und ich kenne es so, dass in diesen Fällen, dass es ein guter Ratschlag ist, dass man dann sagt, wenn ein Kind es wünscht, trotzdem zu erben in dieser Situation, dass dann der Pflichtteil ausgezahlt wird, damit Sie möglichst auch in dem Haus wohnen bleiben können. Und das sind so, natürlich jetzt, wir sind ja keine juristischen Fachleute, aber so weit kennt man das eigentlich. Und eigentlich würde ich sagen, Streit ums Erbe wäre da noch nicht angesagt, weil, wie gesagt, es ist Ihr gutes Recht jetzt dort auch in dieser schweren, ohnehin schweren Zeit, dass das erstmal unangetastet bleibt. Und eigentlich sollte man doch vermuten, dass Ihre Kinder wissen, dass man sich das auch noch mal überlegen oder beziehungsweise, dass man das ändern kann, zumal wenn sich das Verhältnis gebessert hat, wundert es mich doch, dass da jetzt der Streit ausbricht. Also es ist ja nicht so, es ist ein indirekter Streit, also jetzt nicht zwischen den zwei jüngeren Kindern, also die sind außen vor, bloß sie werden nun mit reingezogen, weil sie ja nun, weil wir auch geschrieben haben, dass die Kinder eben dieses Hauserbe sich teilen nach mir und er bekommt nur den Pflichtteil. Aber das war damals eben diese Situation. Und wie wir in der Aussegnungshalle oder also am Friedhof saßen und er saß im Friedhof, also saß er ja neben mir und er hatte ja zuvor das bekommen. Leider hatten die das eben so schnell abgeschickt alles. Und ich konnte mich mit ihm nicht aussprechen. Es ging nicht. Also es war dann gleich 2 Tage später, war dann eben diese Trauerfeier. Und ich merkte schon, er hatte sich sehr zurückgezogen, saß aber neben mir, hielt meine Hand die ganze Zeit. Und
Und ich habe dann zu ihm gesagt, ich sage, es macht jeder Fehler, bitte verzeih mir und wir können das doch alles noch regeln. Und letztendlich ist doch das dann, was dann, also das musste ich nun alles noch mit ihm dort besprechen. Also, naja, ist egal. Also auf alle Fälle hat er sich jetzt so zurückgezogen. Die Trauerfeier war Ende September. Von diesem Tag an habe ich nichts mehr von unserem Sohn gehört. Nun wollte ich an für sich nur fragen, wie kann ich mich diesem, unserem Sohn mehr nähern? Was kann ich tun, dass er eben wieder mehr auf mich zugeht und dass wir uns mal unterhalten können? Also es ist kein Rankommen an ihm. Gibt es denn eine Chance, dass Ihre beiden jüngeren Kinder, die sind ja bevorteilt sozusagen durch das Testament, dass die offen nochmal mit ihrem älteren Sohn reden würden, sie zu viert womöglich, und man nochmal einfach versucht, diese ganze Sache familiär zu besprechen und zu gucken, dass das für niemanden ein Nachteil entsteht. Wie sehen Ihre beiden jüngeren Kinder das? Ja, also das ist eben diese Sache. Also unser mittlerster Sohn, der oft bei ihm ist, ich habe ihn gebeten, er möchte mal mit seinem Bruder reden und dass er doch mal zu uns kommt, also zu mir nach Hause, und dass wir alle mitkommen und dass wir uns mal am Tisch setzen. Genau das, was Sie sagen, das wollte ich gerne. Und da hat er gesagt, also das ist so sauer auf dich, Mutti. Also Vati kann er ja nicht mehr sauer sein, dass ihr das so verfasst habt. Aber das war damals eben, wie gesagt, so eine verfahrene Situation. Wir haben uns so gekränkt gefühlt, dass er sich, Sie können sich das nicht vorstellen, wir haben uns auf der Straße begegnet wie fremde Leute. Er ist von diesen, also die haben den richtig vereinnahmt. Ich weiß nicht, wir haben den Leuten nichts getan. Sie haben ja auch uns nichts getan. Bloß, wie gesagt, er hat mit uns nicht mehr gesprochen. Gar nichts. Ja, das ist ja so, das deutet ja darauf hin, dass das schon eben sehr lange der Fall war. Und ich glaube, das ist eben dann, Sie sprachen aber von einer Besserung zwischenzeitlich. Ja. Und da gelang es Ihnen wieder, mit Ihrem Sohn zu sprechen. Ja, das war eben sehr tragisch. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier jetzt erzählen soll. Müssen Sie nicht, nein. Ja, also bloß mal kurz, die Ehe ist auseinandergegangen. Es sind drei Kinder und unsere drei Enkelkinder zurückgeblieben mit dem Papa. Und seine Frau hat sich, ich sag jetzt mal, verflüchtigt. Sie wollte einfach nicht mehr Hausfrau sein und Mutter. Sie wollte sich nochmal neu erfinden oder was auch. Sie hat ihn eben zurückgelassen. Na? Also, da kann man ja nun drüber denken, wie man will. Auf alle Fälle war er sehr des Lebens müde. Er und unser mittlerer Sohn hat mich dann angerufen und hat gesagt, Mutti, ihm steht es ganz schlecht und so, obwohl wir nichts wieder von ihm gehört haben. Und da sagt er, Mutti, kümmere dich bitte mal, rufen doch an. Also er wollte sich das Leben nehmen, das sage ich jetzt mal so. Und da habe ich ihn angerufen und nach dem zweiten Anruf sind wir dann langsam ins Gespräch gekommen. Er war sehr verzweifelt. Und das war, wie gesagt, 2002 erst. Und da haben wir, da ist dann vieles passiert. Also ich unterbreche jetzt. Kann man da nicht der Thies ansetzen, wenn es eine solche Situation gegeben hat, dass man nun mal sagt, jetzt ist es umgekehrt, jetzt ist die Mutter verzweifelt, sehr verzweifelt und sucht das Gespräch. Oder ist das schon wieder zu sehr Druck ausüben? Also ich frage mich, wie Sie das so schildern, wenn Sie sagen, danach hat es da wirklich nochmal einen wirklichen Umschwung gegeben in Ihrer Beziehung zu Ihrem ältesten Sohn. Und das, was Sie da 1995 als Testament verfasst haben, zusammen mit Ihrem Mann, ist aus der Situation heraus verständlich, aber im Grunde würden Sie im Nachhinein sagen, es war eigentlich ein Fehler. Wenn Sie das sagen könnten, dann würde eine Basis geschaffen sein, dass Sie zum Beispiel einen Brief schreiben an Ihre drei Kinder und sagen, das erklären und sich entschuldigen dafür und sagen, es tut mir im Nachhinein leid,
dass Fatih und ich, dass wir das damals so verfasst haben. Und ich bin jetzt in einer ganz verzweifelten Situation, weil ich merke, die Beziehung zu meinem Sohn ist mir kaputt gegangen. Und ja, ich würde alles tun dafür, dass wir wieder Beziehung zueinander haben. Und können wir uns nicht noch einmal zu viert an einen Tisch setzen und sehen, ob nicht Versöhnung möglich ist und vielleicht sogar sehen, dass wir das mit der Verteilung des Erbes familiär miteinander regeln. Ich glaube, der Anstoß dazu müsste von Ihnen kommen, ja, dass Sie so einen Brief schreiben und auch nicht über Ihren jüngeren Sohn, denn der hat natürlich auch, ich will ihm nichts unterstellen, aber er hat natürlich auch ein gewisses finanzielles Interesse, dass es bei dem ältesten Sohn beim Pflichtteil bleibt. Egal, ob er das so sieht oder nicht, aber ich glaube, über ihn werden Sie kaum ins Gespräch kommen mit Ihrem ältesten Sohn, sondern Sie müssten von sich aus die Initiative ergreifen und so einen Brief schreiben. Und mein Rat, wenn Sie dem folgen würden, schreiben Sie den nicht alleine, sondern holen Sie sich nochmal einen Freund oder einen Seelsorger dazu, der mit Ihnen diesen Brief schreibt, sodass es ein Brief ist, der keine Missverständnisse zulässt und wirklich Ihren Kindern vor Augen führt, in welcher Situation Sie sich jetzt befinden und was Sie gerne möchten, nämlich den Frieden in der Familie. Ja, genau das möchte ich. Und genau das, was Sie sagen, das habe ich schon im Hinterkopf gehabt. Also ich wollte ihm schon lange schreiben, aber eine andere Stimme in mir sagt, also weißt du, du bist ja nun eigentlich, das klingt ja jetzt nun schlimm, ich bin ja nun die Geschädigte, ne? Ich habe meinen lieben Mann verloren und muss nun sehen, dass ich das hier alleine schaffe. Ne? Aber ich glaube, Sie sagen, Sie haben diese Stimme im Kopf, die sagt, so eigentlich solltest du nicht auf ihn zugehen. Ich glaube, diese Stimme tut Ihnen nicht gut, sondern die führt Sie in die Vereinsamung und in die Vereinzelung hinein. Ja, wenn Sie sich mal in Ihren Sohn hineinversetzen, er hat damals diese Frau geliebt, seine Eltern haben sich von ihm zurückgezogen, jetzt hat er den Schmerz um den Tod seines Vaters empfunden, genau wie Sie ihn empfunden haben. Und er kommt zur Beerdigung, hält da Ihre Hand. Und gleichzeitig hat er vor kurzem diese Botschaft bekommen, damals ist dieses Testament verfasst worden. Das ist für den natürlich emotional auch eine ganz, ganz schwierige Situation. Zumal, wenn er offensichtlich auch ein bisschen labil ist. Ich würde Ihnen raten, ihm das nicht nachzutragen, sondern ich würde Ihnen raten, die zu sein, die verzeiht, die großzügig verzeiht und auf ihn und auf die anderen beiden Kinder zugeht und nochmal wirklich mit geöffneten Armen zu den Kindern sagt, lasst uns Frieden halten, ich will alles dazu tun, ich habe auch Fehler gemacht, lasst uns zusammenkommen und sehen, dass wir uns nicht gegenseitig weiter wehtun, sondern dass wir miteinander leben und das Beste aus dieser Situation machen. Also ich würde Ihnen wirklich ganz stark Mut machen, so wie Sie auch schon angedacht haben, diesen Brief zu schreiben, zusammen mit einem guten Freund und dann wirklich das Beste zu hoffen, damit Ihre Familie nochmal in eine Harmonie hineinkommt, die Sie so dringend brauchen. Ja, das stimmt. Ja. Mehr können wir in der Kürze der Zeit wahrscheinlich gar nicht herausarbeiten, aber ich hoffe, ich glaube, das war schon sehr gut, dass Sie angerufen haben, damit Thies Hagge diesen Impuls nochmal verstärkt, über den Schatten zu springen. Ich fasse das mal zusammen und das ist schwierig. Wir wünschen Ihnen dafür Gottes Segen und vor allen Dingen die Kraft und sagen schon mal vorneweg, das wird gesegnet sein. Also ich bin da mal ein bisschen, vielleicht nicht zu voreilig, aber ich habe da so eine gewisse Hoffnung, dass das bestimmt gesegnet sein wird. Und dafür wünschen wir Ihnen Gottes Segen. Und viel Kraft. Ja. Auf Wiederhören. Wiederhören, Jutta. Schön. Auf Wiederhören. Ja, danke.